Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 9. Ausgabe des Dialogforums Wissen in Bewegung. Ich freue mich sehr, heute Dr. Holger Grimmer bei uns zu Gast haben zu dürfen. Holger Grimmer ist Mitglied im Leitungsteam des Stifterverbands. Er ist Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Civiset, Zivilgesellschaft in Zahlen und außerdem in zahlreichen Institutionen der organisierten Zivilgesellschaft ehrenamtlich aktiv. Herzlich willkommen, lieber Holger. Wir haben heute die Gelegenheit, im Rahmen dieses Formats zunächst eine halbe Stunde miteinander zu sprechen, dich kennenzulernen, über Herausforderungen, vor denen die Zivilgesellschaft im Allgemeinen und durch die Digitalisierung im Besonderen aktuell steht, und werden zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal beleuchten, welche Implikationen diese Entwicklungen in der Zivilgesellschaft möglicherweise für die Praxis in Forschung und Lehre an Hochschulen haben könnten. Zunächst möchte ich dich bitten, lieber Holger, zum Einstieg in das Gespräch uns ein wenig Einblick in deine Biografie zu geben, die nicht zuletzt davon geprägt ist, dass du in verschiedenen Sektoren unterwegs warst. Du hast in der Wissenschaft eine Promotion gemacht, du bist dann in die Politik gewechselt, hast schließlich beim Stifterverband eine Tätigkeit inne, wo du genau an der Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft wirkst. Ja, gerne. Tom, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und auf das Gespräch miteinander und dann später auch in einer größeren Runde. Nur kurz auch für dich. Ich sehe jetzt gerade im Chat, es gibt noch den Hinweis, dass wir leise sind. Ich weiß nicht, ob sich das nur auf dich oder auf mich bezieht. Ich spreche einfach mal weiter und hoffe, dass sich das Problem löst. Genau. Ja, du hast mich jetzt gerade eingeladen, was zu sagen, kurz zu meinem Werdegang. Ich würde das kurz machen und dann, bevor ich jetzt eine zu lange Erzählung mache, woher ich genau komme, was ich getan habe. Es gibt einen Aspekt, der ist Kontinuität und eine andere Dimension. Bei mir leider auch. Holger Grimmer höre ich gut. Okay. Es gibt einen Punkt, der ist bei mir Kontinuität und ein anderer, der hat gewechselt. Und zwar das Thema, was mich interessiert, das hat sich zwar im Verlauf der Jahre oder mittlerweile 25 Jahre immer mehr rausgestellt, dennoch ist da eine große Kontinuität. Ich habe mich von Beginn meines Studiums immer danach interessiert. Das kam so aus einer Selbstbeschäftigung heraus, Mensch in einer freien Demokratie zu sein. Was bedeutet das, diese Gesellschaft mitgestalten zu können? Und ich habe diese Frage, wie man das halt im Studium macht, erstmal sehr theoretisch für mich aufgeworfen, habe Soziologie studiert, Politikwissenschaft, Philosophie, dort einen klaren Fokus auf politische Philosophie und Fragen wie diese. Und aus dem Studium und dieser Begeisterung aus der Beschäftigung mit der Literatur wollte ich dann auch gleich ein Buch schreiben, ohne Promotion angeschlossen und so weiter. Und habe dann, können wir vielleicht darauf eingehen oder auch nicht, aber doch recht schnell gemerkt, hat Spaß gemacht, habe meine Promotion gemacht, aber die Wissenschaft war es dann doch nicht ganz. Das war so ein bisschen die Umbruchszeit, Bologna-Reformen und Hochschulrahmengesetz, wo ich gemerkt habe, das, was mich antreibt, auch das Normative, das Politische, das sehe ich momentan nicht für mich eingelöst in der Wissenschaft. Und bin ich quasi mehr in die Praxis halt rübergegangen, in die Politik, war ein paar Jahre im Bundestag als Referent einer engagementpolitischen Sprecherin, die auch parlamentarische Geschäftsführerin gewesen ist, damals in der SPD-Bundestagsfraktion, Ute Kumpf. Der eine oder die andere kennen Sie vielleicht noch. Das war eine enorm spannende Zeit zu verstehen und ein bisschen besser zu sehen, wie Politik gemacht wird. Für mich war der Blick auch in die Institution nicht dekonstruierend, sondern eher begeisternd. Und hat auch viel Vertrauen mitgegeben, wie parlamentarische Prozesse laufen und so weiter. Also eine ganz tolle Zeit. Dennoch, was ich in der Wissenschaft zu viel hatte, vielleicht manchmal die totale intellektuelle Freiheit und gleichzeitig das Gefühl der absoluten Wirkungslosigkeit, war die absolute Inversion in der Politik. Da hatte ich das Gefühl, keine intellektuelle Freiheit zu haben. Das ist doch alles sehr verschult und SPD-Linie und keine Ahnung, alles Mögliche. Aber gleichzeitig, also keine intellektuelle Freiheit. Aber dafür viel Impact. Das hat mir gefallen. Mir viele Dinge angeschoben, die dann auch Wirkung bekommen haben. Und dann hat es mich dann eben am Schluss jetzt in die quasi Zwischenwelt geschoben. Think Tank, Zivilgesellschaftsbereich beim Stifterverband, wo ich für mich so die ganz gute Mischung gefunden habe, weil wir Forschung auch machen. Also jetzt nicht das Alleinige, was wir tun, aber eben so, dass es klaren Nutzen und transdisziplinäre Adressatenkreise hat und nicht la pour la, nicht für die Wissenschaft selber ist. Ja, also das macht Spaß. Häufig entstehen kreative Prozesse
gerade vielleicht Grenzgängerbereich, dort, wo es ungewöhnliche Partnerschaften gibt. Wir haben ein Unternehmen, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten, Böhringer Ingelheim. Die haben ein CSR-Programm. Und da sprechen die häufig nicht von CSR oder Corporate Citizenship oder sonst was, sondern von Unusual Partnerships. Und die haben relativ schnell gemerkt, dass das, was sie an den Kooperationen machen zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft, so viel Reibung und Dynamik hat, dass da viele Innovationen, auch gerade im Sinne von einem Open Innovation Begriff, entstehen, die ungeborgene Schätze sind und wo man sich systematisch mal die Frage stellt, wie bekommen wir das denn eigentlich wieder zurück, konstruktiv verwertet ins Unternehmen, so dass das nicht nur irgendwie ein gebender Akt ist, sondern da entsteht so viel, wo wir wieder was Kreatives aufnehmen. Nachfragen würde ich ganz gerne nochmal zu deiner Promotion. Meines Wissens hast du dich dort mit Leadership in der Zivilgesellschaft befasst und eben auch von einer Engagement-Elite gesprochen. Eben von Führungskräften, die sich in freiwilligen Organisationen engagieren und welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Haltungen diese Menschen mitbringen. Nee, bei der Promotion ging es eigentlich um vielleicht ein bisschen Transfer in eine andere Richtung. Die Promotion stand ja unter dem Titel oder trägt den Titel Die Engagement-Elite, ist auch ein ganz klein wenig provokativ gemeint, auch in dem Sinne, dass wir alle vom Engagement-Begriff so sprechen, das ist das Egalitäre und das sind wir alle zusammen und keine Ahnung, der ist keiner besser als der andere, alles gut, das teile ich alles. Aber dennoch, der moderne Elitenbegriff, wie in der Soziologie, in der Sozialwissenschaft in den 60er, 70er Jahren entwickelt worden, ist durch 13 andere Autoren und heute ist ja eher Begriff nicht einer Wertelite, sondern einer Positionselite. Und das braucht es natürlich in der Zivilgesellschaft ebenfalls. Leute, die sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch in der GmbH, wo alle GmbH-Geschäftsführer sagen, auch Hauptamtliche gibt es ja in der Zivilgesellschaft, sagen, ich bin da schon mit einem Bein im Gefängnis. Auch in einem Verein, wo die haftungsrechtliche Frage hoch kompliziert ist, viel hat sich an den rechtlichen Rahmenbedingungen die letzten 10, 15 Jahre getan. Trotzdem muss man den Mut haben, einen Verein mit manchmal unübersichtlichen Finanzierungsstrukturen so zu übernehmen, dass man auch bereit ist, dafür haftungsrechtliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen für sich. Und das wollte ich in den Blick nehmen, zu schauen, wer ist denn da eigentlich Elite? Und dann aber auch den kritischen Fokus aus der Elitenforschung, wie wir es aus der Wirtschaft und der Politik kennen, gibt es denn sowas wie selektive Zugänge hin zu Elitenpositionen in der Zivilgesellschaft, vor allem im Ehrenamt, aber ein bisschen auch im Hauptamt. Also insofern quasi war der Blick Richtung Zivilgesellschaft eher ein Transfer von der Form von Elitenforschung, die bislang alle Sektoren bis hin Medien, Militär und so weiter untersucht hat, aber keiner hat es bei der Zivilgesellschaft gemacht. Ich habe versucht, da einen Fuß in die Tür reinzubekommen. Dennoch gibt es bestimmt so ein paar Ergebnisse, die man auch Richtung Politik sagen, dokumentieren kann. Weil wenn wir uns die also in der Begriff der Elitenforschung oder sagen wir die Einstiegswege in solche ehrenamtlichen Karrieren anschaut, dann sieht man zum Beispiel eines fast überall. Das ist so ein bisschen dieser Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Die Leute sind alle unglaublich früh eingestiegen. Ich glaube, es waren über 50% der Engagierten in Führungspositionen, die von sich aus gesagt haben, ich hatte schon vor meinem 18. Lebensjahr eine ehrenamtliche Führungsposition inne. Also nicht, ich war mal gesellschaftlich ein bisschen engagiert, sondern ich war schon Vorstand, Sportrat oder sonst was vor dem 18. Lebensjahr. Das ist der eine Punkt. Was bedeutet, wenn wir momentan eine Diskussion haben in Stiftungen und viele von uns wissen ja, der Stiftungsbereich ist ein vorwiegend ehrenamtlicher Bereich. 75% der Stiftungen sind weit jenseits der Finanzierungsschwelle, wo man sich hauptamtliches Personal leisten kann. Wenn wir dort eine Diskussion haben, dass wir nicht mehr genug Ehrenamtliche in die Kuratorien, Vorstände und so weiter bekommen, aber vor allem auch im Vereinsbereich, dann muss man sich ja die Frage stellen, wo setze ich da an? Und das ist eindeutig der Punkt, die Wege muss man früh bahnen. Man kann nicht anfangen, 40-Jährige zu mobilisieren und sagen, oh Mensch, Peter, das könntest du doch mal machen, hier im Vorstand. Sondern wir müssen schauen, dass wir junge Leute dafür begeistern, Verantwortung zu übernehmen. Oder ein etwas kritischere Punkt, wenn ich den gerade noch anschließen kann, ist, es gibt auch vielleicht sowas wie ein Self-Selection-Bias. Mhm. Und das ist der Punkt, dass wir, also es waren ja unglaubliche proportionale Übereinstimmung. 2/3 der ehrenamtlichen Führungskräfte, aber auch der Hauptamtlichen, die meistens eine ehrenamtliche Position in eine Hauptamtliche überführt haben später. 2/3 von denen kommen aus einem Haushalt, wo sie sagen, mindestens ein Elternteil war selbst ehrenamtlich in der Leitungsposition engagiert.
Und bei einem Drittel waren es sogar beide Elternteile. Wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, diese Studie haben wir damals 2010 gemacht, die Eltern, diejenigen, die damals durchschnittlich 55 waren, das sind so die Kohorten noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs, da hatten wir nicht Engagementquoten wie jetzt gerade von 37, 42 oder wie viel Prozent auch immer, die waren viel geringer. Aber wenn ich dann die nehme, wo ein Drittel beider Elternteile selbst ehrenamtlich engagiert waren, das ist eine ganz, ganz, ganz kleine Minorität, quasi aus dem sozialstrukturellen Hintergrund, diese Breite Gruppe der heute ehrenamtlich hochengagierten resultiert. Und das ist schon ein sehr selektiver Faktor. Ja, und habt ihr auch Befunde dazu, ob sich das bei den Fridays for Future auch dann so darstellt, dass es mit diesem Self-Selection-Bias zu tun hat? Oder hat sich das dadurch auch durch Peer-Effekte in den Schulen dann positiv auf Engagement ausgewirkt? Also zu Fridays for Future haben wir jetzt gezielt noch nichts gemacht. Es gibt so zwei, drei Befragungen in dem Bereich, die ja da meistens so vorgegangen sind, dass Forschende auf die Demonstration, in die Demonstration auf die Straßen gegangen sind und dort Leute unsortiert angesprochen haben. Deswegen bin ich da gerade noch sehr vorsichtig mit sinnvollen und belastbaren Daten. Ja. Insgesamt aber, wenn du jetzt fragst, quasi nach moderneren Kontexten, wie es heute ist, klar, also das hat sich sehr demokratisiert, was wir dort befunden haben mittlerweile. Und das betrifft schon die eher jüngeren Generationen, die hoch engagiert sind, nicht mehr so stark wie die älteren Generationen. Ich finde den politischen Aspekt, aber quasi engagementpolitischen Aspekt, aber sehr wichtig. Und das ist die Fragestellung, wenn es so ist, dass man das quasi am Rollenvorbild der eigenen Eltern lernt, und wir viele Menschen auch haben, die es nicht im eigenen Haushalt am Rollenvorbild der Eltern lernen können. Wo sind dann die Role Models, die Identifikationspunkte und die Lernanreize für junge Menschen, Engagement als selbstverständlichen Bestandteil des Lebens zu lernen? Und es kommt dann eben nicht mit 30 oder 35. Da muss es Ansatzpunkte in der Schule, in der Ausbildungsbiografie oder in anderen Kontexten geben. Und ich glaube, zumindest an dem Befund hat sich bis heute nichts getan. Ja, ich denke, wir werden das ja dann nochmal auch aufgreifen, wenn es um die Rolle der Hochschulen geht und was die eben leisten können, um eine lebendige Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Aber vielleicht an der Stelle mal auf die Digitalisierung in der Zivilgesellschaft eingegangen. Du hast in deiner Dissertation den Elitebegriff verwendet, hast auch schon Open Innovation jetzt mal ins Feld geführt. Da gibt es ja auch den Begriff der Lead-User. Und ich sag mal, das Internet ist ja schon auch auf Basis einerseits des Engagements des Militärs, aber auch eben von Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Gruppen entstanden, wie zum Beispiel der Electronic Frontier Foundation oder in Deutschland den Chaos Computer Club. Und das sind natürlich sehr spezifische Formen von zivilgesellschaftlichem Engagement, die da den Bereich der Digitalisierung zur Domäne haben. Aber wenn man da jetzt noch mal ein bisschen breiter geht, wo steht denn die deutsche Zivilgesellschaft oder die organisierte Zivilgesellschaft mit Blick auf Digitalisierung? Also es ist ein breites Spektrum, selbstverständlich, aber kann man das so ein bisschen umreißen? Ja, vielleicht zwei, drei allgemeine Beobachtungen. Wir haben das Thema digitaler Wandel, Digitalisierung als Chance, aber auch als Handlungsfeld für die Zivilgesellschaft, wo man auch Voice entwickeln muss, um gesellschaftlich mitzugestalten, jetzt seit 5, 6 Jahren versucht mitzuentwickeln. In unterschiedlichen Kontexten. Wir sind sehr involviert beim Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Bin dort in der Sprecherfunktion in der Arbeitsgruppe Zivilgesellschaftsforschung, haben große Sitzungen gemacht, die da breit angenommen worden sind, Digitalisierung und Zivilgesellschaften, haben allerhand Formate durchversucht. Und bis letzten Jahres würde ich sagen, ist es so ein Thema des schlechten Gewissens der Zivilgesellschaft gewesen. Da gibt es eine ganz, ganz, ganz kleine Minorität von Akteuren, die, wie soll ich sagen, die also nicht nur Early Adopter sind, sondern die das Thema pioniert haben, die nach vorne gebracht haben, die Themenspezialisten sind. Das sind die Stiftungen an Neue Verantwortung in Berlin, das ist Better Place, die die Spendenplattform aufgebaut haben. So, aber das ist ein ganz, ganz kleines Segment, das ist im Promille-Bereich. Für die allermeisten Organisationen ist es ein Thema gewesen, wo sie gesagt haben, wir sehen genau, dass wir da was tun müssen. Da ist ein großer Gestaltungs Punkt, nicht nur, dass wir irgendwelche Effektivitätspotenziale nutzen können, sondern wo wir vielleicht auch mit Blick auf ländliche Räume, größere Distanzen, Selbstorganisationsprobleme
bestimmte Lösungen finden, die für uns ein schlüssiger Faktor sind, wie wir bestimmte Probleme hin, also die wir momentan nicht lösen können. Vorstandssitzungen von fusionierten Vereinen in Niedersachsen. Da muss man nicht wie so häufig in die neuen Bundesländer gehen. Ländliche Regionen haben wir auch in Westdeutschland, wo Sportvereine fusioniert haben, plötzlich eben nicht mehr einen Einzugsradius von 30 Kilometer in der Kommune haben, sondern es sind jetzt zwei von 50 oder 60 Kilometer. Und wo du dann versuchst, junge Menschen in eine Vorstandsposition zu bringen und ihnen dann sagst, ja, wir machen alle 2 Wochen eine Vorstandssitzung und die machen wir präsenz physisch, weil die Kassenbücher, die haben wir physisch auch vor Ort liegen und so weiter, wo dir jeder Jüngere oder jeder zweite Jüngere einen Vogel zeigt und sagt, sorry, also entweder Videocall und Cloud-Ablage, aber für sowas habe ich keine Zeit. Also dann viele schon lange gesehen, dass es dort klare Möglichkeiten gibt, ihre Probleme zu lösen, aber es wurde immer von den meisten, würde ich sagen, vor sich hergeschoben. Und so sind auch, habe ich auch diese lustigen Sitzungen am BBI erfunden, da saßen 100 Leute. Und man hat ein Unbehagen im Raum gespürt, ein schlechtes Gewissen, nicht genau wissen, wie man reinkommt und so weiter. Und das hat sich mit einem Schlag geändert in dieser Corona-Krise, in dieser Pandemiephase, wo schlagartig jeder, man kam nicht an der Einsicht dran vorbei, verstanden hat, okay, ist gut, wir sind in der Situation, wo wir uns in einem Raum bloß sehr begrenzt treffen können. Im Lockdown war es mal eine Zeit lang, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Wir müssen aber irgendwie einen Geschäftsbetrieb oder eine Organisation am Laufen halten. Und das ging bloß über den Videocall. Und wir haben im April recht früh eine Studie zur Lage der Zivilgesellschaft in der Corona-Krise gemacht. Und die einhellige Statement war so, das ist eine kollektive Zumutung, aber irgendwie auch eine Erleichterung, wow, wir haben gesehen, es funktioniert. Das war so das erste große Erfolgserlebnis im Thema Digitalisierung der Corona-Krise. Der erste Videocall im Vorstand, im Team oder sonst irgendwas. Aber dann kommen dann auch relativ schnell die Probleme. Aber ja, vielleicht erstmal so weit. Ja, aber Corona kann man wirklich auch für die Universitäten und auch für viele Unternehmen sagen, hat die Welt da grundlegend verändert. Und dass man jetzt eben auch völlig selbstverständlich digital oder virtuell zusammenarbeiten kann, ist, denke ich, schon einer der positiven Aspekte dieser schwierigen Krise, vor der wir stehen. Und was würdest du sagen, hat das auch nochmal die Jugend ermutigt, ihre Kompetenzen da dann wieder stärker einzubringen und auch ein Stück weit intergenerational zu helfen? Ist so etwas, konntet ihr da Befunde feststellen oder Indizien dafür finden, dass es motivational auch auf junge Menschen gewirkt hat, dass sie jetzt gefordert sind, sich einzubringen? Ja, aber bisher nur ergatisch. Meistens aber mehr aus dem Organisationskontext. Also in Unternehmen gibt es ja häufig schon das Modell des Reverse Mentoring, dass wenn junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Unternehmen reinkommen, dass sie häufig nicht wie früher einen älteren Mitarbeiter, Mitarbeiterin an die Seite bekommen, der den Onboarding-Prozess begleitet und Mentor für sie ist, sondern dass es umgekehrt ist, dass das Unternehmen die Arbeitsziele sagt, der Junge oder die Junge kennen sich bestimmt besser aus den digitalen Möglichkeiten. Der kriegt gleich einen Älteren zur Seite und macht Reverse Mentoring und soll den in digitalen Technologien schulen. Und so eine Form von Inversion des Kompetenzgefälles, was früher normalerweise immer in die andere Richtung gelaufen ist, das haben viele Organisationen auch für sich gesehen. Ich will nur am Rande korrekter halber betonen, wir wissen natürlich alle, digitale Kompetenzen korrelieren nicht eins zu eins mit Alter. Es gibt inkompetente Jugendliche oder junge Menschen und es gibt hochkompetente Ältere, aber quasi vom Grundmuster. Und ich könnte mir vorstellen, und da bin ich aber selber noch gespannt, ob wir darüber in absehbarer Zeit mal mehr erfahren werden, dass wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben, Organisationen, da ist ein kultureller Gap, da ist eine, der häufig empfunden wird als korrespondierend auch zu einer Altersschwelle, der häufig auch jüngere Menschen, die dann frustriert sind, wie es in der Organisation läuft, dass digitale Flows nicht so funktionieren, wie sie sich das vorstellen oder sonst was, dann lieber sagen, nee, dann mache ich lieber was anderes und gründe mir irgendwas Eigenes oder so, um irgendwas in dieser Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Situation momentan dazu führt, dass es zu mehr Wertschätzung von Kompetenzen von jüngeren Leuten in den Organisationen kommt und dass vielleicht dieser Gap nicht so stark empfunden wird und dass es ein konstruktiveres Miteinander gibt. Aber ich glaube, da sind wir noch weit entfernt davon, da eine halbwegs validierte Forschungslage zu haben. Ich würde so mal vielleicht dann auch so diesen dritten Schritt, also diese Frage, was jetzt
eure Erkenntnisse mit Blick auf die Zivilgesellschaft für Hochschulen bedeuten. Und wir hatten im Vorfeld auch über den Begriff der Zukunftskompetenz gesprochen, die der Stifterverband sehr stark geprägt hat. Und was ich daran interessant oder äußerst spannend finde, ist, dass Zukunftskompetenz eben mehr ist als die Benutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, sondern auch diesen kulturellen Bereich oder diesen Umgang mit Unsicherheit, mit Agilität und eher so die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, wie wir mit Zukunftsgestaltung umgehen, auch einbezieht. Was sind denn aus deiner Sicht so die zentralen Punkte, die Hochschulen da in ihren Curricula künftigen Absolventinnen und Absolventen mitgeben sollten, um in der Lage zu sein, eine lebendige Zivilgesellschaft in einer stark durchdigitalisierten Welt eben mitzugestalten? Ja, das waren jetzt zwei, drei Fragen in einer. Ich versuche mich kurz anzunähern. Diese Sache mit Future Skills. Also, um nur mal einen kleineren von möglichen Referenzrahmen kurz zu haben. Es gibt, wie wir vielleicht alles schon mal gehört haben, dieses Wording der VUCA-World. Das ist ein Akronym, vier Buchstaben, steht für V volatil, U uncertain, also Umweltbedingungen werden immer unsicherer und schwer kalkulierbar, A ambiguity, also es gibt immer mehr Wertigkeit, man weiß eigentlich nie so richtig genau, eine bestimmte Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, eher positiv oder eher negativ ist, manchmal ist sie beides zusammen, so, also und dann noch ein vierter Buchstabe, ist wurscht. Insgesamt ist die These, und ob man das jetzt genau so teilt oder vielleicht ein bisschen allgemeiner, wie ich es jetzt vorschlagen würde, dass Handlungsumwelten immer mehr einem sehr beschleunigten sozialen Wandel unterliegen, schwer kalkulierbar sind, wir häufig nicht wissen, genau welches Skillset, welches Kompetenzprofil noch in 10, 15 Jahren genau funktioniert, ob wir dann ganz andere Berufsrollen haben oder sonst was. Und wenn man das vielleicht mal ein bisschen überträgt auf zivilgesellschaftliches Handeln, dann haben wir zwei Ansatzpunkte. Das eine ist das Thema Digitalisierung und zum anderen eher dieser Aspekt, der aus dieser Unsicherheit herauskommt. Bei Digitalisierung scheint mir wichtig zu sein, wie du es auch schon angedeutet hast. Es geht nicht nur um digitale Skills. Und das sehen wir jetzt gerade auch schon jetzt im Zeitraffer, in der Krise in den Organisationen. Die haben sehr schnell, schon nach 4 bis 6 Wochen darüber berichtet. Das klappt. Wir haben einen Videocall, alles schön. Aber ich merke plötzlich als Geschäftsführer von einer kleinen Stiftung oder von einem Verein oder sonst was, ein Team zu führen, wenn die alle remote aus dem Homeoffice arbeiten, zu motivieren, Integration herzustellen, ist eine, hey, es ist eine andere Aufgabe als zuvor. Das heißt, wie die Governance ist, welche Form von Hierarchien eigentlich noch funktionieren, welche nicht, wo sich quasi automatisch Hierarchien erledigen, weil ich andere Aushandlungsprozesse habe, die auch Wissenstopografien, die so in klassischen Linienorganisationen bestehen, hinfällig geworden sind, da ist viel im Umbruch. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der fordert eine bestimmte Form von intercultureller Kompetenz in der Organisation, mit verschiedenen Umwelten auch im eigenen Haus umgehen zu können und nicht mehr die eine geschlossene Umwelt zu haben, aber auch in Organisationen insgesamt anders zu leben. Das ist das eine. Und der andere Punkt, ich meine zu sehen, in den wenigen Fällen, die ich das jetzt sehe, Stiftung hat 300 Mitarbeiter und da sieht man irgendwie schon sehr viele Leute auch kommen und gehen, was nicht immer funktioniert. Wenn es so ist, dass wir jetzt nicht genau wissen, wo wir in 10 Jahren stehen und welche Kompetenzen wir genau dann brauchen, was sich ändert und so weiter, dann ist eine Schlüsselkompetenz bestimmt Lernen, Lernen. Und auch vielleicht, ich sage das mal ein bisschen plumper, und so wie ich es auch bei mir selber erlebt habe, vielleicht auch mal einen gesunden Mut zur Autodidaktentum. Man ist vor neue Situationen immer wieder herangestellt und dann kann man nicht sagen, wo ist denn hier das Prozesshandbuch und jetzt mache ich das so, sondern muss man auch quasi eigene Strategien und Flexibilitäten entwickeln, mit Situationen umzugehen. Das sehe ich, da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob die Studiengänge vor allem auch in Universitäten, wie sie nach den Bologna-Reformen entstanden sind und wie sich Studiengänge insgesamt meiner vielleicht unzulässigen Einschätzung nach entwickelt haben, eher in Richtung der Verschulung, ob die durch quasi nicht die Semantik, sondern die Syntaktik, wie man studiert, Studierende so darauf vorbereitet, diese Form von Anpassungsfähigkeit, Autodidaktentum, Lernen, Lernen und so weiter richtig mitzubekommen. Aber ich glaube, das ist definitiv eine Schlüsselkompetenz. Ja, vielen Dank, Holger. Ich glaube, das war mal ein ganz guter Einstieg in das Thema
arbeiten an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Veränderungen, die jetzt die Digitalisierung im Hinblick auf die Art, wie wir technisch zusammenarbeiten, aber auch wie wir kulturell zusammenarbeiten und auch ein Stück weit ein Ausblick, was das heißen könnte für die Praxis von Studium und Lehre an unseren Hochschulen. Und ich würde jetzt an diesem Punkt auch schon dem Publikum ermöglichen, Fragen zu stellen, also Nachfragen zu dem, über was wir jetzt gesprochen haben. Aber ich denke, es gibt auch viele interessante Fragen im Bereich der Zivilgesellschaftsforschung, auf die wir noch eingehen können. Und ich würde mal schauen, Simone, vielleicht kannst du mich aus dem Hintergrund auch nochmal unterstützen, ob schon Fragen eingegangen sind. Es gibt eine Frage von Frauke. Könnten wir mal Frauke auf die Bühne holen, bitte? Ah, Frank Ritter, okay, danke. Die Frage, die wir uns stellen, bekommen wir junge Menschen ins Ehrenamt? Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also, wie bekommen wir junge Menschen ins Ehrenamt? Nimmst du ihn oder ich? Ja, er kommt sofort. Okay. Oh, jetzt habe ich noch ganz kurz einen Moment. Jetzt habe ich einen Moment. Okay. Er war gerade stumm. Ja, dann wird es irgendwie sein. Okay. Holger, ich glaube, du hast wieder Ton. Hört ihr mich jetzt? Ja, super. Ja, sehr gut. Oh Mann, das ist die Frage, die alle beschäftigt. Es gibt nicht die Lösung für diese Fragestellung. Vielleicht muss man sich auch mal ganz kurz vor Augen führen. Wir haben in Deutschland ein gigantisches Vereinswachstum. Wir haben ja viele so Diskurse über vom Verfall des Gemeinsinns, über keine Ahnung. Aber wir hatten in der Bundesrepublik in den 60er Jahren um die 60.000 Vereine. In Mitte der 90er waren es 400.000, jetzt haben wir 600.000 Vereine. Bedeutet, immer mehr gemeinnützige Organisationen buhlen quasi. Also das ist kein Wettbewerb. De facto findet etwas Ähnliches statt, um eine bestimmte Anzahl von Engagierten. Und das ist eine erfreuliche Entwicklung einerseits, bedeutet aber natürlich andererseits, dass vielleicht der Zulauf in die einzelnen Organisationen nicht mehr so selbstverständlich ist. Deswegen muss man vielleicht zwei unterschiedliche Wege unterscheiden. Und ganz kurz Rückmeldung, ich habe eine akustische Schleife. Ich komme damit klar, ich weiß aber nicht, wie es für die Zuschauer ist oder Zuhörer und Mitdiskutanten. Ich mache einfach mal weiter. Ich glaube, man muss zwei Perspektiven unterscheiden. Die meisten meinen die Frage, aber das muss man eben eingrenzen, quasi als eine organisationale Strategie. Wie komme ich als Verein dazu, dass mehr Engagierte zu mir kommen? Weil das meistens das Problem ist, dass der Sportverein oder eine Sektion des Katholischen Frauenbundes oder eine Punkt, Punkt, Punkt merkt, wir haben ein Problem mit der Mobilisierung von freiwillig Engagierten. Das ist die eine Strategie. Das ist so eine Frage des Recruitings, wie es auch Unternehmens kennen. Die andere Perspektive ist mir die Mobilisierungsperspektive oder eine engagementpolitische Fragestellung. Wie schaffen wir es, dass sich mehr junge Menschen für das Engagement interessieren? Und ich glaube, die beiden Fragen müssen wir erstmal kurz auseinanderholen. Um zu wissen, wovon wir sprechen. Kurz bei der hinteren angefangen, muss man erstmal sagen, es ist ja eine erfreuliche Entwicklung. Momentan scheint es so, als ob sich immer mehr junge Menschen engagieren. Der letzte Freiwilligen-Survey, der wegen dem Methodenbruch, der vielleicht auch notwendig war, ich sage das ganz unkritisch, dennoch zu dem Ergebnis kam, dass gerade das Jugendengagement enorm zugenommen hat in den letzten 5 Jahren, aber auch in der Langzeitbeobachtung seit 99. So, stellt es erstmal fest. Da scheint es ja ein Wachstum zu gehen. Das ist erstmal positiv. Das heißt, wir gehen jetzt nicht aus von einem Negativbefund. Heute will keiner mehr. Rückzug ins Private. Wie kriegen wir die dazu? Das ist nicht das Narrativ, was wir haben. Insofern, wenn wir die mobilisierungstheoretische Fragestellung noch ein bisschen präzisieren, muss die Frage eigentlich leisten, bedeuten, wie bekommen wir die, die momentan nicht engagiert sind? Oder wie kann man die vielleicht auch charakterisieren? Und dann sieht man definitiv Engagement, hat sehr viel mit dem Bildungsniveau und den Bildungswegen der jungen Menschen zu tun. Bei Gymnasien ist die Engagementquote meistens deutlich höher, schon im Schulalter,
als bei Realschulen oder Hauptschulen oder dann adaptiert, je nach Bundesland, welche Schulsysteme wir jetzt gerade momentan haben. Das heißt, die Fragestellung ist, wie bekommen wir auch unterschiedliche Zielgruppen, vielleicht eher manchmal auch abgehängte oder weniger bildungsnah, die es vielleicht auch vom Elternhaus nicht so stark mitbekommen haben oder wie auch immer, wie bekommen wir die ins Engagement? Das ist eine wichtige Fragestellung. Das betrifft auch, aber nicht zwingend, Menschen mit Migrationshintergrund. Da haben wir sehr stark die Beobachtung, dass Menschen, die nur einen vermittelten biografischen Migrationshintergrund haben, also schon in der zweiten Generation hier sind und auch eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, fast die gleiche Engagementquote haben. Die eigentliche Herausforderung liegt bei jungen Migrantinnen und Migranten, die mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind. Und zum Beispiel ein konkreter Punkt, wie es funktioniert oder in manchen Fällen funktioniert hat, das haben hier Jugendfreiwilligendienstträger in Berlin mal für sich ganz gut erkannt. Die sind immer in die Schulen gegangen und haben versucht, die jungen Menschen zu erreichen für den Jugendfreiwilligendienst. Die waren alle begeistert, Feuer und Flamme, und wollten das tun. Am nächsten Tag kamen sie wieder zur Schule und dann war das Thema gegessen, bis die Träger verstanden haben, um die jungen Menschen, die Organisationen zu bekommen und auch das Commitment, brauchen sie nicht nur das Einverständnis der jungen Menschen oder die Begeisterungsfähigkeit, sondern die Familien. Und seitdem gehen sie auf die Familien zu, weil relativ häufig auch in bestimmten kulturellen Hintergründen dieses Konzept freiwilliges Engagement als eine individuelle Tätigkeit so nicht verankert ist. Das kann ein Punkt sein. Jetzt habe ich mich ein bisschen verloren in der mobilisierungstheoretischen Fragestellung. Aus einer Engagementperspektive ist es schwierig. Da habe ich keine Zauberrezepte. Man kann all das tun, was man immer tut. Man muss an die Öffentlichkeit gehen mit den eigenen Aktivitäten. Man müsste vielleicht auch zunehmend digitale Kanäle nutzen, um für das Engagement zu werben. Ich höre aber auch von vielen Organisationen, dass das gar nicht so wahnsinnig erfolgsbringend ist. Wenn man sich die Zugangswege ins Engagement insgesamt anschaut, dann sieht man, zwischen 50% bis 2/3 der Engagierten kommen über persönliche, familiäre oder biografische Netzwerke ins Engagement. Damit ist schon eine Antwort gegeben, wo muss man ansetzen? Und gleichzeitig gibt es einen zunehmenden Anteil. Wir sind momentan ungefähr bei 7% der Neuzugänge, aber ich bin mir sicher, das steigt bald auf 10-15%, die über Drehscheiben, Freiwilligenagenturen, Mehrgenerationenhäuser, Seniorenbüros und so weiter vermittelt werden und so Zugangswege zu finden, auch über digitale Börsen. Ich glaube, das sind die Ansatzpunkte, die man erstmal aufgreifen kann. Ja, das bringt jetzt auch direkt den Bezug wieder zur Rolle der Hochschulbildung. Denn das ist ja eine Kontaktfläche mit Engagement, die man einbauen kann. Und der Frank Ritter hat an der Stelle auch nochmal den Hinweis gegeben, dass er Auditor bei verschiedenen Hochschulstudiengängen ist und dass er scheinbar da immer wieder die Beobachtung macht, dass dieser Shift from teaching to learning gar nicht so leicht ist und dass man sich oft schwer tut, eben die Studiengänge da auch kompetenzorientiert auszurichten und eben schon eine gewisse Tendenz der Hochschullehrenden da ist, eben wissensbasiert das noch zu machen. Und das ist aus meiner Erinnerung, ich habe mir jetzt vor wenigen Tagen auch die Keynote von der Veranstaltung, die im Allianzforum in Berlin stattgefunden hat, von Professor Andreas Schleicher angeschaut, der gesagt hat, eben dieses Ausmisten der Inhalte, das ist eine Erfolgsstrategie in einigen europäischen Ländern, weniger Inhalte in die Studiengänge zu packen, aber das Denken in verschiedenen Disziplinen, also zu denken, lernen zu denken wie ein Historiker, lernen zu denken wie ein Politikwissenschaftler, lernen zu denken wie ein Ingenieur und dann eben auch diese Brücken zu schlagen. Und da in dieser Richtung fragt er jetzt, glaube ich, nach und ich meine, jetzt ist er selber auch hier auf der Bühne und kann die Frage weiter ausführen. Ja, vielen Dank. Ja, ich fand das auch sehr interessant. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen nochmal ein Audit, allerdings leider Corona-bedingt nur online, wo ich einen Biologiestudiengang auditiert habe. Und ja, für mich waren da, der Studiengang sah sehr gut aus von dem Anspruch her und von den Inhalten her auch. Nur der ging um Biologie in Public Health, also Biologie dann auch in die Öffentlichkeit bringen als Masterstudiengang. Und da kam dann raus, Endeffekt ist, der Master wird dann für die Promotion ausgebildet, that's it.
Ich selber habe lange Jahre in einem Industrieunternehmen gearbeitet und gerade Biologen oder Leute, die sich mit Fachinhalten auskennen, die Kompetenz dann aber auch zu vermitteln, und das würde ich jetzt in Public Health auch sagen, diese Zusammenhänge, und jetzt kommen wir wieder so zurück auf das heutige Thema, so auch Corona, ist enorm wichtig. Und ich finde es absolut schade, dass dahingehend nur ausgebildet wird, um an der Hochschule weiterzumachen und nicht mit einem, ja, mit einem Berufsperspektive in der öffentlichen Verwaltung, in Industriebereichen, in NGOs und so weiter. Und da habe ich aber auch, also ich kann das in meinem Gutachten anmerken, das habe ich auch, dass zum Beispiel hilfreich wäre, mal ein Praktikum außerhalb der Hochschule zu machen, was da denn, ja, könnte man machen, aber mit sehr wenig Credits dann letztendlich nur bewertet wurde, zu sagen, ja, da muss, da, also meine Empfehlung ist es, da stärker reinzugehen, weil das den Leuten unheimlich die Kompetenzen erweitert. Und ich hatte bei dir ja auch jetzt gehört, Holger, so dein Ausbildungsgang war ja auch so, ich sag mal, mit Kompetenzen erweitert nach dem Studium oder, und das da hadere ich so ein bisschen mit, wie man das weiter voranbringen kann, dass auch die Hochschullehrenden das dann ja haben oder machen. Also, um noch kurz bei mir anzufangen, weil du es gerade gesagt hast, Frank, ich glaube, so wie ich Studium erlebt habe, ist es nicht nachahmenswert. Bei uns war das so, wir hatten ein Institut mit brillanten Professoren, 20 an der Zahl, und keiner hat sich um das Studium gekümmert. Pflichtschuldigkeit, und wenn man ein starkes eigenes Interesse hatte, kann man durch, und ansonsten ist man rausgefallen. Ich weiß, ich habe mit 120 Leuten angefangen und die Diplomprüfung am Schluss an 10 abgelegt. So, das ist die Realität gewesen, aber auf der anderen Seite, die 10, die es am Schluss gemacht haben, waren eben Leute, die Lust und die Begeisterung für das Material hatten, sich das alles selber zusammenzusuchen. Insofern, ja, da wurde bestimmt Lernen gefördert und quasi auch das Autodidaktentum, aber quasi durch eine Anreizstruktur, die man besser nicht adaptieren soll oder besser nicht nachahmen sollte. Ich bin kein Experte dafür, wie Studiengänge zustande kommen an Hochschulen und wie die aufgesetzt werden. Ich habe es ein bisschen mitbekommen, als ich noch selbst näher an der Universität oder an der Universität gearbeitet habe, als im Zug der Bologna-Reformen die Studiengänge explodiert sind und jeder Professor, jede Professorin als Flagship-Projekt das einzelne kleine thematische Revier, was man so einhegt, mit einer anderen Universitätenkooperation in einen Studiengang zusammengefügt hat und akkreditiert hat. Und am Schluss hatte man 30 Studiengänge, wo zuvor 2, 3 in einem Institut gewesen sind. Das war alles nicht bedarfsorientiert gemacht. Das ist an Hochschulen auf jeden Fall anders. Aber wie viele Hochschulen sich wirklich die Mühe machen, auch mal eine sorgfältige Bedarfsanalyse zu machen und sorgfältig auch in Kooperation mit organisierten Vertretern der Zivilgesellschaft zu gehen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Es gab so Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre eine Reihe von Hochschulen, die hatten Studiengänge in Richtung Non-Profit-Management aufgebaut. Und die hatten meistens, so habe ich zumindest beobachtet, ich will jetzt im Einzelfall keinem Unrecht tun, meistens eher so ein bisschen rübergeschaut bei den BWLer-Kollegen, Kolleginnen, was machen die denn? Die Instrumente ein bisschen adaptiert, so auf, und dann noch ein bisschen Hintergrundwissen und Profitsektor, und das war's dann. Das war sehr angebotsorientiert. Die sind immer nicht zugegangen in, weiß nicht, die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Kulturrat, den DOSB oder sonst was, und haben auch mal eine Workshop-Sequenz gemacht und haben mit denen geschaut, wenn bei euch die Leute einsteigen, was brauchen die denn eigentlich? Und die brauchten vielleicht manchmal nicht eine komplette BWL-Ausbildung, die brauchten ganz andere Punkte. Ich glaube, das ist nicht unüblich bei der Produktgestaltung in so gut wie allen Segmenten. Das sehe ich auch bei uns im Think Tank-Bereich. Aber das wäre vielleicht nochmal ein wichtiger Ansatzpunkt für Hochschulstudiengänge, auch so eine Übung ordentlich zu machen, auch wenn sie nicht finanziert ist, nicht vom mit der Akkreditierungsagentur entsprechend gewertschätzt wird oder anderes. Aber ich glaube, auf die Qualität vom Studiengang zahlt es massiv ein. Gibt es noch mal eine Nachfrage deinerseits? Nee, also nicht ähnlich. Ja, ja.
Also ich glaube auch, dass so eine Ausrichtung am Berufsfeld ist ja bei allen heutigen Studiengängen auch ein Teil des Pflichtprogramms, dass man, mit dem man sich da auseinandersetzt. Sich aber konsequent an den zivilgesellschaftlichen Bedarfen auszurichten und auch da der Vielfalt ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil wir hatten es ja kurz von großen Wohlfahrtsorganisationen bis zu sozialen Bewegungen wie Students for Future ist da ja ein breites Spektrum abgebildet dann. Und sich darüber nochmal mehr Gedanken zu machen, wie Studiengänge speziell für diese wichtigen Bereiche unserer Gesellschaft aussehen könnten. Und wahrscheinlich muss man da über die Wissensbasierung zur Kompetenzorientierung dann auch nochmal stärker zu einer Werteorientierung kommen und eben dann auch so, ich glaube, Holger, du hast es auch anklingen lassen, so Konzepte wie Ehrenamt, das ist ja auch ein relativ stark kulturell auch aus der deutschen Geschichte heraus geprägtes Sprachkonstrukt. Ja, und vielleicht mal anschließend an das, was du gerade eben gesagt hast, also für die Zivilgesellschaft ausbilden, das kann extrem unterschiedlich sein. Ich glaube, dass die Unterschiede innerhalb der Zivilgesellschaft manchmal größer sind als die gemittelten Unterschiede zwischen For- oder Non-Profit-Sektor. Da muss man vielleicht auch genau schauen, wofür. Wir haben circa 3,6 Millionen Beschäftigte in gemeinnützigen Organisationen. Davon sind 2,1 Millionen allein im Bereich soziale Dienste, freie Wohlfahrtspflege und von denen wiederum der allergrößte Anteil natürlich dann auch in den operativen Einrichtungen, Pflege, soziale Dienstleistungen, ambulante Dienste und so weiter. Das ist ganz anderes, als wenn ich mir überlege, wer wird später Campaigner bei Greenpeace? 140 Leute im Hamburger Büro, die interessieren sich nicht dafür, ob die einen Non-Profit-Management-Studiengang oder sonst irgendwas haben. Die wollen professionelle Campaigner haben. Die kommen meistens, das sind hochbezahlte Leute, dann eher aus der Wirtschaft oder aus gut bezahlten Agenturen und kommen da rein, weil sie das Handwerk drauf haben. Und es ist wieder was ganz anderes, wenn ich schaue, in einem soziokulturellen Zentrum, die geben manchmal gar nicht so viel auf Kompetenzen. Da geht es mehr darum, bin ich schon seit 10, 15 Jahren mit dabei, tue ich das Engagement in der Einrichtung langsam in ein Hauptamt überführen. Dieser Arbeitsmarkt-Zivilgesellschaft ist einerseits groß, auf der anderen Seite sehr schwer zu fassen. Und ich glaube, Ausbilden für die Zivilgesellschaft ist vielleicht schon ein Anspruch, an dem man nur scheitern kann. Ich glaube, man muss sehr genau schauen, welche Bereiche, welche Sparten und welche Berufsprofile will ich denn da eigentlich treffen? Das muss man sehr konkret haben, glaube ich. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Zuschauerkreis? Nein? Ja. Dann, Holger, vielleicht, was sind denn aus Sicht von CiviSet gerade so die Fragen, die euch beschäftigen oder wo ihr euch vielleicht auch im Bereich der Forschung nochmal mehr Kooperation mit Universitäten wünscht, gerade so im Bereich der Zivilgesellschaftsforschung? Hatten wir auch im Vorfeld mal ein Gespräch dazu, dass da ein Generationenwechsel gerade am Laufen ist. Und was für Partner würdet ihr euch als CiviSet da wünschen und in welchem Modus würde man an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten? Was kannst du dir da so vorstellen? Sehr cool. Ja, also ich finde, es gibt momentan einen Generationenwechsel, so in der Zivilgesellschaftsforschung insgesamt. Wir hatten so ein bisschen, ich hatte gerade vorgestern eine Veranstaltung mit Helmut Anhaier, ja, und da habe ich es immer so ein bisschen vor Augen gehabt. Wir hatten lange Zeit so eine Gründergeneration, die kam in den 90er Jahren, Helmut Anhaier ist einer davon gewesen, unter anderem mit diesem Johns Hopkins Comparative Research Project auf die Bühne. Es war dann Seibel in Konstanz, Annette Zimmer, Adalbert Evers, Eckhard Priller und so weiter, die das Thema insgesamt zu Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches Engagement, dritter Sektor erstmal gesetzt haben. Die meisten, die von denen einen Lehrstuhl haben und das dann zum Hauptgegenstand ihrer Tätigkeit gemacht haben, sind jetzt gerade kurz schon in der Emeritierung oder sind emeritiert worden oder stehen kurz zuvor. Und diese Lehrstühle werden meistens wieder besetzt, nicht mit fachbezogenen Kandidaten.
Also weder bei Roland Roth in Magdeburg noch bei Annette Zimmer oder sonst was. Das sind meistens Leute, die plötzlich nichts mehr mit Engagement und Zivilgesellschaftsthemen zu tun haben. Das ist sehr schade. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, die aber nicht das ganze Thema an sich bearbeiten und über den dritten Sektor forschen, sondern bestimmte Nischen haben. Führungskräfte und Einkommensstrukturen, Energiegenossenschaften und neue Wege in der Nachhaltigkeitsdiskussion, Punkt, Punkt, Punkt. Und das Thema Zivilgesellschaft und gemeinnütziger Sektor quasi bloß noch als ein großes Querschnittsthema zusammenfassen. Wir überlegen gerade auch an Formaten, wie man auch mal so ein bisschen diesen akademischen Diskurs wieder zusammenführen kann, vielleicht auch Plattformen dazu schafft, dass es auch wieder mehr gemeinsame Berührungspunkte gibt, weil die sind nicht mehr so selbstverständlich. Das ist vielleicht zu einer kurzen Einschätzung, wie ich momentan den Wandel in der Forschungslandschaft wahrnehme. Kooperationen können wir uns alles vorstellen. Wir haben eine Reihe von schönen und guten Kooperationen am Laufen und gehabt. Wir haben momentan das Forum Zivilgesellschaftsdaten. Das ist eine Plattform, das Projekt vom Familienministerium gefördert, weil dort die Engagementlinie ressortiert, wo wir eine Plattform haben mit den 10 datenerhebenden Akteuren in Deutschland, die irgendeinen Zivilgesellschaftsbezug haben. Da sitzt das IAB, weil die im Betriebspanel nicht nur die For-Profits, sondern auch die gemeinnützigen Organisationen abfragen. Das DIW in Berlin, weil die das sozioökonomische Panel erheben und damit auch Fragen zum Engagement und so weiter. Und versuchen langsam aus einer Datenlandschaft, die zersplittert ist und wo die Akteure untereinander überhaupt keinen Bezug haben, weil sie eigentlich sich in den ganz anderen Terrain wähnen, zusammenzubringen und zu schauen, wie kriegt man eine multiperspektivische Berichterstattung für Zivilgesellschaft hin. Das ist eine Schnittstelle, die wir jetzt momentan haben mit vielen akademischen Einrichtungen. Wir machen aber auch Forschungsprojekte zusammen mit akademischen Partnern. Das kann ich auch immer nur wieder anbieten. Wir erheben ja die repräsentativen Daten zur organisierten Zivilgesellschaft. Alle 4 bis 5 Jahre, 12, 17 und jetzt nächstes Jahr wieder bevorstehend. Was rauskommt, ist ein Datensatz mit ungefähr 7.000, 8.000 Fällen, also sehr repräsentativ. Auch wenn man auf eine Bundesländerebene geht, kann man noch stellenweise sinnvolle Aussagen treffen. Und wir stellen diesen Datensatz zur Verfügung für Qualifikationsarbeiten, Forschungsprojekte und so weiter. Und das freut mich sehr, dass der mittlerweile auch international genutzt wird. Wir haben jetzt gerade eine Kooperation mit Cambridge am Laufen, hatten 2 andere Ivy League-Universitäten in den USA, wo wir gerade Kooperationen abgeschlossen haben. So, also das finde ich wichtig, um auch die Dateninfrastruktur zu geben, dass mehr Qualifikationsarbeiten zu dem Thema aufgearbeitet oder bearbeitet werden können. Und die Interpretation dieser Daten und dann die Rückführung, die kann aber dann auch wirklich nur in solchen Forenformaten stattfinden, wo dann eben auch Politik und Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft dann wiederum auch mit den Wissenschaftlern ins Gespräch kommen, um auch die Relevanz dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Praxisfelder dann zu besprechen und auch wieder neue Forschungsfragen zu generieren. Denn diese Forschungsfragen, die werden ja nicht nur sozusagen vor dem Stand der Forschung, sondern auch von den Bedarfslagen der Praxis her sollten die ja dann informiert sein. Wäre spannend, aber wir haben auch eine Reihe von Akteuren, die einfach sagen, wir hatten jetzt gerade letztens jemanden aus den USA, der wollte Max Webers Protestantismus-These neu aufsetzen. Hatte die Idee, dass es jetzt möglicherweise aus irgendeinem Geist des Punkt, Punkt, Punkt eher Gründungsfällen gibt im Non-Profit-Bereich, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wir geben auch Daten raus für Forschungsprojekte, die jetzt nicht in irgendeinem Forum oder in irgendeinem Arrangement stattfinden, sondern einfach individuelle Arbeiten sind. Auch das ist ja klasse, wenn mehr empirische Zivilgesellschaftsforschung möglich wird, weil die Daten auch möglichst viel zweit-, dritt-, vierfach verwertet werden. Also insofern, wir haben eine Mission von Civitz und vom Stifterverband, das wieder zurückzubinden in die Praxis, Diskurs anzuregen, politisch auch eine Stimme damit ein bisschen zu ermöglichen. Das war auch einer der großen Beweggründe von Civitz, warum wir überhaupt die Datenerhebung gemacht haben, weil wir bis 2007, 2008 immer nur eine Engagementdiskussion in Deutschland hatten und so getan haben, als ob alles in Richtung Zivilgesellschaft. Naja, das sind halt so 30 Millionen Kümmerer in Deutschland. Die machen da so ein bisschen was vor Ort, das ist total nett. Und dann machen wir jetzt mal ein Engagementpreis. Ich sag's mal überspitzt. Und
wir die Beobachtung, die Wahrnehmung hatten, man muss diesen Diskurs umkehren. Das ist ein großer Organisationssektor, ein wichtiger Teilbereich unserer Gesellschaft, der eminent unterschätzt wird. Und letzten Endes werden wir das politisch nur kommuniziert bekommen, wenn wir das stellenweise mit harten Zahlen belegen können. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, dass wir mittlerweile gerade auf bundespolitischer Ebene auch in Zivilgesellschaft nicht nur einen Engagementdiskurs haben, hat gerade auch damit zu tun, dass man plötzlich was in Zahlen fassen kann und dass das nicht nur ein Stoch an dem Trüben ist. Wie ist denn eigentlich Zivilgesellschaft? Man kann es jetzt mit einer Zahl belegen. Okay, also das ist jetzt sozusagen die deutschsprachige Perspektive und ich habe jetzt nochmal gesehen, ist nochmal eine Frage aus dem Publikum gekommen, wo vielleicht auch nochmal diese globale oder diese internationale Perspektive stärker auch vielleicht im Vergleich einbezogen wird. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Ich weiß nicht, wie ich die Perspektive. Ich meine es nicht ironisch, aber die Frage ist natürlich auch global gestellt. So. Also die Frage, wie jetzt quasi auf die Entwicklung der Zivilgesellschaft global oder wie wir kooperieren können global. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie es mal ganz kurz, das ist Frau Gesa Fierk, vielleicht können Sie es ganz kurz nochmal irgendwie eingrenzen oder wie sehen Sie gerade nochmal? Die Frage ist die gewesen, also auf der Grundlage von verschiedenen Angeboten, die jetzt durch die digitalisierten Situationen in Corona möglich waren, habe ich festgestellt, dass die Engagementfragen in allen möglichen Bereichen gerade brennen. Also sowohl eben Corona-bedingt, Katastrophenschutz und so weiter, als auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und das fand ich einen total interessanten Befund, dass es sowohl bei Public Health System als auch bei Hochschularbeit, als auch bei Fragen von 2030 Zielen immer wieder darum ging, dass die Leader in den verschiedenen Situationen gesagt haben, es ist evaluiert, dass nur wenn das Engagement bereits stattgefunden hat und auch stabil war und über 10, 15 Jahre in der Region stattgefunden hat, dann konnten sie eigentlich davon ausgehen, dass auch jetzt in der Situation die Strukturen funktionieren. Also bei der medizinischen Versorgung beispielsweise, hatten Sie da gute Zahlen, wo das ein intaktes bürgerschaftliches Netz gab. Ob das jetzt in Südafrika war oder in Asien, also es war wirklich ein globaler Befund. Und da habe ich mich halt schon gefragt, inwiefern bei dem deutschen Befund, dass wir schon eine lange Geschichte an Vereinswesen, Verbandswesen haben, und da ja bei uns unglaublich viel über Ehrenamt läuft, in Politik, bei der IHK, bei regionalem Engagement, ob es eine internationalisierende Perspektive gibt, wo man das vielleicht nochmal neu denken kann. Also jetzt, was Lehre und das Angebot an Universitäten angeht, dass man das vielleicht stärker noch in die Internationalisierung einbringt. Hm. Also dazu habe ich keine vorgefertigte Position. Ich kann vielleicht nur mal erstmal so ein bisschen mutmaßen. Ich glaube, in Deutschland ist die Situation nicht nur deswegen gut, weil wir eine lange Engagement- und Zivilgesellschaftstradition und gute Strukturen haben. Wir haben ja in Deutschland beides, eine starke Zivilgesellschaft und einen starken Staat. Und in anderen Ländern haben wir häufig die Situation, dass wir zumindest eins von beiden nicht haben. Und manchmal vielleicht auch lokale Engagementstrukturen das versuchen, improvisieren, mit zu übernehmen, was ein nicht starker Staat und ein nicht leistungsfähiger öffentlicher Sektor mitmachen. Und das in einer Krisensituation aufzugreifen, ist natürlich eine ganz andere Konstellation, als wir es in Deutschland haben. Weil ich glaube, dass in Deutschland vielleicht der Befund gar nicht so sehr derjenige ist, dass es deswegen häufig vor Ort gut funktioniert hat, weil wir die langen Traditionen haben. Wir haben in jeder Krisensituation Hochwasserkrisen, die Phase der vermehrten Zuwanderung geflüchteter Menschen, 15, 16, aber jetzt genauso in der Corona-Krise, ein immenses, überbordendes, informelles Engagement. Und ganz, ganz viel geschieht gerade in den noch nicht so strukturierten Bereichen, die situativ aufgesetzt werden und die auch deswegen funktionieren, weil wir auch ein gutes Framing haben durch andere Prozesse im öffentlichen Sektor und durch den privaten. Ich glaube, dass man, um das international nochmal genauer zu untersuchen, nicht nur schauen muss, wo gibt es denn schon diese Entwicklungspfade der Zivilgesellschaft, sondern wie ist denn eigentlich das Zusammenspiel zwischen öffentlichem Sektor, Zivilgesellschaft und vielleicht auch privatem Sektor. Und ich glaube, dass da die Leerstellen anders aufgesetzt sind. Grundsätzlich würden Sie sagen,
Es gibt eine Form von Generationenproblem oder generationaler Verschiebung. In den Organisationen, jetzt in Deutschland, oder? Problem nicht. Also was wir häufig gesehen haben, ist, dass das Thema Digitalisierung und Generationenfrage miteinander clasht. Ich kann es kurz an einem Beispiel, damit es nicht so abstrakt im Raum steht, an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben, ich sag mal nicht welcher, in einem unserer Förderprojekte, nicht in der Wissenschaftslinie, einen Landessportbund. Und dieser Landessportbund hat zwei, drei unglaublich pfiffige junge Referenten im Bereich Organisationsentwicklung. Und die haben gesehen, hoch, wir sind im Bundesland, wo wir viele ländliche Räume haben, das Problem, was ich vorhin geschildert habe, eine Geschäftsstelle am Laufen zu halten, rein ehrenamtlich, ist ein großes Problem. Also haben die sich ganz spannende Frage überlegt, wie können wir eine digitale Geschäftsstelle aufsetzen? Dann nehmen wir gleich mal 30, 40 Sportvereine mit oder 10, 20, entwickeln das gemeinsam. Und um diese Struktur dann später auf Bestand zu setzen, gründen die gemeinsam jenseits des Landessportbundes eine gemeinsame Genossenschaft, eine digitale Genossenschaft, um gemeinschaftlich diese digitale Geschäftsstelle als Service für uns selbst aufzusetzen. Total tolle Idee. Ich habe gerade auch ein bisschen Kopfnicken gesehen. Also wenn man das jetzt hört, so vom Ende her, das verfängt sofort. Die mussten sich aber jahrelang freischwimmen, erstmal in der eigenen Organisation, weil die Vorstände im Sport, und Sport ist halt, also Landessportbünde, Sie kennen das bestimmt, viele Landessportbünde sind größer als der Deutsche Olympische Sportbund in Frankfurt. Die haben 150 bis 200 Mitarbeiter, sind große hierarchische Apparate. Und wenn man oben ist, hat man genauso wie in einer Partei eine Ochsentour gemacht. Da ist man nicht mit 35. Da ist man meistens im Vorstand der Geschäftsführung ein bisschen älter, grauhaarig und häufig auch männlich. Die haben den Case nicht gekauft. Die haben das nicht verstanden. Und erst als die Referenten ihre Idee in Förderprogramme gebracht haben und sagen konnten, hey, schaut mal her, Stifterverband zeichnet uns hierfür aus und hier noch die Bosch-Stiftung und die fördern uns dafür, wurde auf der Führungsebene langsam verstanden, wow, das ist ein Zukunftsthema. Und das ist ein besonderer Fall, weil dass man so große hauptamtliche Strukturen hat, ist selten. Aber dieser Aspekt, dass es junge Menschen und häufig sind es eben die Jüngeren in der Organisation sagen, das könnte man auch anders tun. Wir haben da eine coole digitale Idee. Und sich dann diejenigen, die schon 10 Jahre dabei sind und häufig älter, erstens nicht mitgenommen, zweitens ein bisschen beängstigt fühlen, wow, kann ich kompetenzmäßig nicht abdecken, oder drittens sogar bedroht, warum will der jetzt unsere Organisation umkrempeln, läuft doch toll. Das ist nicht selten. Das zu quantifizieren fällt mir schwer, aber ich glaube, es ist in der Praxis eine sehr häufig anzutreffende Herausforderung. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Gesa. Vielen Dank, Holger, für die Antwort auf die durchaus schwierige und auszudifferenzierende Frage. Ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen, aber weil wir gerade die Praxis und eure Förderstrukturen genau in diesem Bereich hatten, vielleicht nutzt ihr noch ganz kurz die Gelegenheit, nochmal das Digital Engagiert Programm zu skizzieren, das ihr aufgelegt habt, gemeinsam mit Amazon. Und das zielt ja genau in diese Nische eben rein, da Leute zu befähigen, solche Innovationsprojekte im Bereich der Zivilgesellschaft mit digitalen Mitteln zu lancieren. Genau. Ja, das ist ein Programm, was wir mit immer mehr Freude eigentlich jetzt schon seit 3-4 Jahren machen. Grob gesagt, das Programm dauert normalerweise ein Jahr. Wir machen eine große Ausschreibung, sagen, jeder, der irgendeine Idee hat, die was Digitales hat und irgendwie auf Zivilgesellschaft einzahlt. Das kann im Ausnahmefall auch mal eine GmbH sein, die muss nicht einen Gemeinnützigkeitsstatus haben, aber das Ziel muss eine Förderung von Zivilgesellschaft sein, kann sich bei uns bewerben, dann kriegen wir im Schnitt so 200 Bewerbungen, es gibt eine hochrangige Jury, die ist extern besetzt, von Schwana Breitenbach bis Leute aus Bundesministerium sitzt da so irgendwie alles drin und wir wählen dann 10 bis 12 Projekte aus. Und der Hauptclou ist, dass die jetzt nicht die Gießkanne an Geld über sich ausgeschüttet bekommen, das gibt es auch, andere große Tech-Unternehmen machen sowas, die kriegen dann bis zu 500.000. Wir haben bewusst gesagt, das machen wir nicht, weil unserer Beobachtung nach führt es häufig zu Projektruinen. Dann kriegen die 500.000 auf 3 Jahre, können sich plötzlich professionalisieren und nach 3 Jahren wissen sie nicht, wie sie das Personal wieder finanzieren sollen und dann steht vor Projektruinen. Deswegen haben wir ein Programm, das geht 6 Monate. Man kriegt eine gewisse finanzielle Förderung, das ist in der Regel erstmal 10.000, 15.000 Euro Grundförderung und dann kann man aber auch ein paar Anschaffungen über das Programm abrechnen. Aber viel wichtiger, man kriegt einen Coach an die Seite gestellt,
die Möglichkeit, an unterschiedlichsten Präsenzformaten teilzunehmen. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche einen großen Hackathon, der ging 2 Tage, wo dann 140 Leute mit den Teams zusammen an deren Probleme 2 Tage gearbeitet haben und super Fortschritte erzielt haben. Es geht darum, in einer hochintensiven Zeit von 6 Monaten personalintensiv deren Ideen weiter auszutragen und nach vorne zu bringen. Und am Schluss kommt dann eben, um das auch noch besser kommunizieren zu können, das ist aber eigentlich nicht das Kernstück. Das Kernstück ist das Coaching, um es kommunizieren zu können, ein Preis, wo dann die Jury am Schluss nochmal sagt, wer mit eine spannendste Idee hat, wer sich am besten entwickelt hat in den 6 Monaten, und das ist natürlich nochmal mit Geld versehen. Das geht dann so ein Jahr, dieser Durchlauf. Wir haben jetzt dieses Jahr das 3. Jahr. Dieses Jahr hat es den Schwerpunkt Bildung und Digitalisierung mit gemeinnützigen Akteuren. Wir werden es nächstes Jahr wahrscheinlich das letzte Mal machen, bevor wir es dann in eine andere, etwas größer angelegte Initiative überführen. Insofern, eine Ausschreibung wird wahrscheinlich sein, wie wir es gerade besprochen haben, just heute Morgen, im November, Dezember diesen Jahres. Tom, du bist bei uns ja auch im Verteiler, reichst gerne weiter. Ansonsten auch immer gerne Mail an uns. Ja, vielen Dank für diese tolle Initiative von Seiten des Stifterverbands und eurer Arbeit bei CiviSet. Und auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du uns für das Gespräch zur Verfügung gestellt hast. Und ja, ich würde jetzt uns verabschieden, möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken und freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Ich habe zu danken. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank schon für die Einladung. Danke dir.